Hast du dich schon immer gefragt, warum manche Sounds so verdammt durchsetzungsfähig sind? Warum manche Stimmen sich in Videos so präsent, warm und perfekt ausbalanciert anhören? Hast du dich schon immer gefragt, was es gibt, um dein Audio zu verbessern? Möchtest du deine Stimme so weit verbessern, dass sie professionell, durchsetzungsfähig und einen richtigen Punch in sich hat? Dann bist du genau richtig. Hallo, mein Name ist Christoph Klüffel und ich bin der Autor von Der Soundcode, was die Videoprofis über perfekten Sound verschweigen. In diesem Buch gehe ich nicht nur auf den Limiter ein, sondern auch noch auf viele, viele andere Techniken. Und wenn du dein Video professionell gestalten möchtest, deinem Sound und vor allem deiner Stimme den richtigen Punch verpassen möchtest, dann empfehle ich dir dieses Buch. Natürlich verlinkt in der Videobeschreibung. Schau vorbei und sichere dir dein Exemplar noch heute. Ein Limiter hat eigentlich mehrere Funktionen. Die allererste Funktion und wahrscheinlich auch die, die du dir am einfachsten herleiten kannst, ist die der Limitierung. Wie der Name schon sagt, Limiter bedeutet ja Limitierung, also Begrenzung nach oben hin. Warum möchte man Audio überhaupt begrenzen? Und es ist eigentlich ganz einfach, wenn du eine leise Stimme hast, dann möchtest du die natürlich lauter machen. Das Problem ist allerdings, dass die Stimme natürlich eine gewisse Dynamik hat, genauso wie jedes andere Audiosignal auch. Nur Stimme eben ein bisschen mehr als andere. Und geübte Sprecher können das perfekt, dass die Dynamik nicht zu stark schwankt. Aber wenn du zum Beispiel eine ungeübte Person interviewst, dann kann es sein, dass die Person mal lacht oder mal lauter ist und mal leiser ist. Und dazu kannst du natürlich einen Limiter benutzen, um den ja sozusagen als Sicherheitsventil zu nehmen. Denn das Limit kann niemals überschritten werden. Wenn du in einem Limiter ein Limit von minus 6 dB einstellst, dann kann das Signal niemals über diese Ceiling, also über diese Decke hinausschießen. Du kannst sozusagen das Signal absichern nach oben hin, damit es sich nach oben in Richtung Null niemals verzerrt. Die andere Funktion eines Limiters ist das Anheben des Signales. Mit einem Limiter kannst du natürlich ein Signal anheben, ohne es übersteuern zu lassen. Und das ist eigentlich genau das, was wir wollen. Wir wollen ja das Signal, also die leise Stimme oder die leisen Teile der Stimme anheben, ohne dass sie durch die Decke durchschießen. Und genau dafür kann man auch einen Limiter benutzen. Aber genug der Theorie, lass uns das Ganze einfach mal in der Postproduktion anschauen und du wirst verstehen, was ich damit meine. Wir sind also hier in Reaper. Ich habe hier schon mal ein Voice-Over vorbereitet. Das bedeutet, ich habe das Voice-Over bereits ja, sozusagen bearbeitet mit meinen Dynamic-Tools und deswegen hören wir einfach mal kurz rein, wie sich das jetzt anhört. Da ist kein Effekt drauf. Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Wir kommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crimes und des Horrors entführt. Das ist also das Voice-Over, mit dem wir jetzt arbeiten werden. Die Funktionen eines Limiters sind im Grunde zwei. Eine erste Funktion ist eben zu limitieren, also zu begrenzen nach oben hin. Denn wir wollen ja auf keinen Fall über diese 0 dB-Grenze kommen, denn dann wird das Signal verzerrt. Je näher wir dieser 0 dB-Grenze kommen, desto mehr wird das Signal verzerrt, beziehungsweise läuft eben Gefahr, ins Clipping zu gehen und dann ist das Signal leider unbrauchbar. Das wollen wir natürlich vermeiden. Ich muss nur kurz schauen. Mein Meter ist auf Stereo Peaks eingestellt. Das passt, denn ich möchte ja sehen, wo mein Signal piekt. Im Moment dürften das minus 1,1 sein, wenn ich das richtig sehe. Ich stelle das mal kurz zurück. Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Wir kommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crimes und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen in jeder Facette deiner Ex. Okay, das bedeutet, wir haben einen Peakwert von minus 1,1. Das ist okay. Ich stelle mal kurz um auf Stereo RMS. Schau mal, wie das jetzt aussieht. Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen.
bekommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crimes und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen in jeder Facette deiner Okay, ich möchte mir nur das Signal an dieser Stelle anschauen, denn hier ist ein hoher Spike. Wenn die Wände zwischen Gut und Böse einstürzen und das Okay, das bedeutet, ich bin immer noch bei einem RMS-Level von minus 15,8 dB. Das ist okay. Und jetzt kommen wir zum Limiter. Ich stelle nur mal kurz mein Metering auf Peak um, Stereo Peaks. Und du erinnerst dich, Wände zwischen Gut und der True Peak ist bei minus 1,0. Was ein Limiter jetzt macht, ist im Grunde zweierlei. Auf der einen Seite ist er natürlich hier, um das Signal zu begrenzen nach oben, um ein Peaking zu verhindern. Das kann man hier machen mit dem Brickwall Ceiling Wert. Das ist übrigens der Reaper eigene Limiter. Der ist sehr, sehr gut. Und ich möchte gar nicht so sehr auf die einzelnen Einstellungen im Detail eingehen. Hier unten ist das Release. Das kennen einige vom Kompressor. Und hier oben ist Threshold und Brickwall Ceiling. Brickwall Ceiling kannst du dir so vorstellen, dass es eine Wand, durch das kein Audiosignal durchkommt. Wenn ich das Ganze jetzt also auf minus 10 dB stelle oder minus 10,2, wir erinnern uns, hier unten das Signal hat bei minus 1 gepiekt. Das heißt, es dürfte jetzt eigentlich nicht mehr über minus 10,2 gehen. Und wir schauen uns das einfach mal an. Wenn die Wände zwischen Gut und Böse einstürzen und das Dunkle in den Natürlich muss man die Limiter auch vorher aktivieren. Pro-Tipp an der Stelle. Wenn die Wände zwischen Gut und Böse einstürzen und das Dunkle in den Vordergrund Ich stelle mal hier zurück, dann sehen wir auch, wo der Peaking Point ist. Wenn die Wände zwischen Gut und Böse einstürzen und das Dunkle in den Vordergrund tritt. Begleite uns auf eine Reise. Er hat jetzt natürlich minus 11,2, aus dem Grund, weil das Signal ja vorher schon bei minus 1 gepiekt hat. Dazu kommen noch die minus 10,2, die ich am Limiter eingestellt habe, minus 10,2 und 1 dB aus dem Signal ergeben dann ungefähr diese 11,2. Wobei eigentlich ganz genau 11,2. Du siehst, ich kann das Signal also wirklich hardcore-mäßig begrenzen. Und das kommt dir natürlich bei der Bearbeitung insofern zugute, indem du die Einstellung deines, zum Beispiel EQ, wenn du den Swoop machst, also wenn du eine Frequenz um 6 bis 10 dB verstärkst und durch die Frequenzen durchswipest, also durchwischt mit der Einstellung, dass dir das Signal nicht vorher piekt und dann die DAW alles komplett auf Mute stellt, weil es einfach ein Signal von über 10 dB über der Nullgrenze bemerkt hat, sorgt der Limiter eben dafür, dass genau das nicht passiert. Das bedeutet, du kannst tatsächlich dein Signal eben verstärken und abhören, wenn du deinen EQ einstellst und so die Frequenzen rausfinden willst, die störend sind, um diese dann eben zu eliminieren. Wie gesagt, die erste Funktion ist diese Begrenzung. Da ich jetzt dieses Signal, also dieses Voice-Over eigentlich ja schon so eingestellt habe, dass es passt. Also ich habe wenig Spikes drin. Die Dynamik ist relativ gering. Das sind, glaube ich, so um die 2 dB. Das bedeutet, von der leisesten bis zur lautesten Stelle habe ich jetzt nicht das Problem, dass das Signal irgendwann pieken wird. Ich begrenze das aber trotzdem einfach zur Sicherheit auf minus 3 dB. Oder machen wir es anders. Ich gehe auf minus 6 dB. Und du siehst hier eigentlich auch die Vorschau von diesem Signal. Wie gesagt, Begrenzung auf minus 6 dB. Ich messe hier unten meinen Peak, also die Stereo Peaks. Und wir schauen uns jetzt nochmal das Signal an. Wenn die Wände zwischen Gut und Böse einstürzen und das Dunkle in den Vordergrund tritt. Okay, ich habe natürlich noch ein dB vom Signal, das heißt, ich müsste eigentlich nur minus 5 einstellen und sollte jetzt tatsächlich auf minus 6 dB Peaking liegen. Wenn die Wände zwischen Gut und Böse einstürzen und das Dunkle in den Vordergrund tritt.
begleite uns auf eine Reise. Ich mache das aus dem Grund, weil ich möchte natürlich für den Mix oder für später das Abmischen einen gewissen Headroom haben, um eben noch lauter oder leiser zu machen. Das ist die erste Funktion. Die zweite Funktion eines Limiters ist das Lautermachen. Und dazu nutzen wir das Brickwall Ceiling, genauso wie diese Threshold. Du kannst jetzt mal schauen, was passiert, wenn ich die Threshold nach unten bewege und nichts an der Brickwall Ceiling ändere. Wenn die Wände zwischen Gut und Böse einstürzen und das Dunkle in den Vordergrund tritt, begleite uns auf eine Reise in die Tiefen der Finsternis, wo Wahnsinn und Verbrechen zu einem gefährlichen Duett verschmelzen. Hier gibt es keine Helden. Nur Überlebende, die gegen das Unsagbare kämpfen. Wenn die Wände zwischen Gut und Böse einstürzen und das Dunkle in den Vordergrund tritt, begleite uns auf eine Reise in die Tiefen der Finsternis. Du siehst, ich heb das Signal insgesamt an und begrenze es gleichzeitig nach oben. Das bedeutet, ich habe natürlich noch weniger Dynamik in meinem Signal, also in meiner Stimme drin. Das kann aber wirklich den Unterschied ausmachen. Der Grund, warum ich das Signal lauter machen möchte und gleichzeitig begrenzen, ist, dass das Signal insgesamt stabiler ist. Das bedeutet, ich habe weniger Schwankungen zwischen den lautesten und den leisesten Punkten. Bedeutet natürlich auch, dass ich die Dynamik begrenze, aber bei starken Sprecherstimmen oder zumindest Stimmen, die aus dem Voice-Over kommen und natürlich verstärkt sein sollen, weil sie gegen die Musik und gegen andere Soundeffekte ankämpfen, ist das eigentlich perfekt geeignet. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, wie ich den einstellen kann, um den möglichst transparent zu halten, also um möglichst wenig Effekt zu merken. Wenn ich das abhöre, kann ich natürlich das Release anpassen. Und zwar ist das Release wie beim Kompressor auch. Release bedeutet, er lässt dann wieder los. Wie der Name ja schon sagt. Ich kann es hier unten verändern, indem ich einfach die Release-Zeit zwar verändere, aber es wird hier in dB pro Sekunde angegeben. Das bedeutet, je höher diese Zahl ist, desto schneller funktioniert das. Wir testen das jetzt einfach mal. Und zwar ist das hier die Grundeinstellung. Das hier sind 6 dB. Das ist das langsamste, was es gibt. Wir hören uns das jetzt einfach mal an und ich bewege den Fader hier nach links. Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Wir kommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crimes und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen in jeder Facette deiner Existenz spüren lässt. Wir alle leben in einer scheinbaren Normalität, gefangen in einer Illusion der Sicherheit. Doch was, wenn sich das Unvorstellbare plötzlich in unsere Realität... Vielleicht hörst du es nicht, aber du kannst es hier oben an dieser dB-Skala sehen. Das ist nämlich die Gain Reduction, also wie viel er limitiert im Endeffekt. Und wenn das auf 6 dB eingestellt ist, dann ist das relativ langsam. Schau einfach mal hier auf diesen Bereich. Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Wir kommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crimes und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen in jeder... Das ist natürlich optimal, wenn du den so schnell einstellen kannst, dass es eigentlich unhörbar ist. Denn dann hast du tatsächlich das Beste aus dem Limiter rausgeholt. Er ist in dem Fall dann transparent und das kommt uns noch bei der dritten Einsatzmöglichkeit des Limiters zugute und das ist im Mastering. Ich nehme den Limiter jetzt hier natürlich wieder raus. Denn ich möchte ja das Signal hier originalgetreu haben, beziehungsweise ich mache eines und zwar Verstärkung setze ich zurück. Minus 5 ist okay, dann sind wir auf minus 6 dB Peaking. Schauen uns das nochmal an in der Love's Momentary. Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Wir kommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crimes und des Horrors entführt. Okay, wir sind jetzt bei minus 13,7. Momentary Loves bedeutet die Lautheitseinheiten in der vollen Skala mit der Berücksichtigung der Frequenzen
wird dann ausgemessen und zwar in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum. Das bedeutet, das hier oben, das symbolisiert im Endeffekt wirklich die momentanen Lautheitswerte. Ich glaube, das sind in ein paar Millisekunden. Das bedeutet, dass das Signal eben ja sehr, sehr nah an diesen minus 14 dB LUFS ist, die ich ja für YouTube brauche. Ich stelle hier nochmal um. Nee, brauche ich gar nicht. Es ist LUFS. Readout möchte ich auf Loves Eye benutzen. Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die Wahren. Und ich zeige dir hier nochmal, das hier ist mein Master. Wenn ich rechts klicke, habe ich hier Display Offset auf 14 dB eingestellt. Das ist im Grunde die Lautheit von YouTube, also minus 14 dB LUFS. Wo der Limiter jetzt zum Einsatz kommt, ist natürlich auch hier im Master. Da habe ich zwar schon einen drin, der begrenzt aber nur und verstärkt nicht. Wenn du jetzt deinen kompletten Mix fertig hast, das bedeutet, du hast alle Effekte bearbeitet, du hast alle Effekte, alle Stimmen, alle Musikstücke in deinem Video oder in deinem Audio von deinem Video bearbeitet und die Levels richtig gesetzt, so dass es sich gut anhört, dann kannst du natürlich noch ein bisschen was rausholen. Denn wenn ich jetzt das Ganze abspiele, dann sehen wir uns das Ganze einfach mal hier in diesem Julian Loudness Meter an. Spielen das einfach mal ab. Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Wir kommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crimes und des Horrors entführt. Okay, theoretisch würde ich jetzt die lauteste Stelle in meinem Video anhören, um mir diese Werte anschauen und vor allem diesen True Peak. Die Loves Eye-Messung, die ich vorher hier im Master eingestellt habe, das ist diese Loves Integrated-Messung. Das bedeutet, das ist eigentlich über das komplette Projekt, also von deinem Start bis zu deinem Endmarker, diese Lautheitseinheit. Deswegen ist das so wichtig. Gehen wir jetzt nochmal zurück auf den Limiter. Ich möchte natürlich, dass wir offen haben und gleichzeitig verstärken. Wenn du siehst, wir haben jetzt ungefähr minus 18,7 LUFS bis zu minus 14 LUFS integrated von der Ziellautstärke, wären das so um die 4,7 minus 1 dB True Peak, den YouTube fordert, wären wir dann ungefähr bei 3,7 Verstärkung. Diese 3,7 stelle ich jetzt einfach mal hier ein und wir sehen uns einfach mal jetzt an, wie es jetzt aussieht. Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Wir kommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crimes und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen in jeder... Okay, also wir sehen, Integrated ist ungefähr bei minus 15 LUFS. Das kann ich aber noch nicht abschließend bewerten, denn das ist ja die Messung über das komplette Audio in deinem Projekt. Siehst du dann hier diese LUFS Integrated. Ich konzentriere mich eher auf Short Term und auf diesen True Peak. Wenn der jetzt bei 0,9 ist, also minus 0,9 dB, macht auch nichts. Ich kann aber, weil ich ein Reaper bin, Folgendes machen, und zwar hierher gehen. Natürlich markiere ich mir meinen Clip. Gehe hier auf Rendern und sage, es soll mir bitte Selected Media Items over Master, also via Master, rendern. Gehe hier auf Dry Run. Natürlich möchte ich das Ganze in Stereo und 48 Kilohertz rendern, wenn das natürlich ein komplettes Projekt ist. Das hier ist ein Mono-File, deswegen mache ich das jetzt auf Mono und ich gehe auf Dry Run. Und du siehst, er rendert mir das Ganze ohne Ausgabe hier raus und ich bekomme vor allem eine Lautheitsstatistik, die ich sonst nur bekommen würde, wenn ich das komplette Projekt durchlaufen lasse. Also die mit minus 17,6 LUFS integrated würde ich nur bekommen, wenn ich wirklich mein komplettes Projekt durchhören würde. Und deswegen liebe ich Reaper so. Reaper sponsert mich übrigens nicht.
aber natürlich bin ich für Sponsorings offen. Nur der Punkt ist der, ich habe in DaVinci nicht wirklich die Möglichkeit, das so zu machen, und deswegen finde ich Reaper unglaublich gut. Ich sehe jetzt, dass ich bei minus 17,6 LUFS integrated bin, Loves Momentary bei minus 14 und ich möchte ja mein insgesamtes Signal für YouTube auf minus 14 dB FS integrated haben. Das bedeutet, ich könnte jetzt noch 3 dB höher gehen, das mache ich jetzt auch. Und zwar gehe ich hier wieder auf meinen Limiter und gehe jetzt auf minus 6,7. Im Grunde brauche ich das auch hier gar nicht mehr messen, denn ich kann wieder auf Dry Run No Output gehen. Und wir schauen uns mal an, wie das aussieht. Ich habe kein Clipping, deswegen ist der Limiter so unglaublich wichtig. Ich bin immer noch bei True Peak minus 1 und bei Loves Integrated minus 15,4. Ich könnte jetzt sogar noch höher gehen. Könnte sagen, gut, 1 dB dazu. Ja, ich würde es trotzdem auf minus 7 setzen. Erstmal recht konservativ. Nochmal Dry Run. Du siehst, ich komme relativ nahe an diesen Wert dran. Okay, dann machen wir das Ganze tatsächlich auf minus 8. Und lass dich nicht verunsichern, nur weil ich hier minus 8 einstelle, bedeutet das nicht, dass das Signal reduziert wird. Im Falle von einem Limiter in der Threshold wird das Signal eben um diese Zahl hier verstärkt, also um 8 dB. Wir sehen uns das nochmal im Dry Run an. Und jetzt bin ich sehr, sehr nahe dran, ohne dass ich klippe. Und wie sich das Ganze anhört, das machen wir doch gleich. Und zwar sollte hier unten jetzt ein Track sein. Test. Das hier ist das File. Ich muss nur schauen, hier ist ein Limiter drin. Der Limiter ist für mich sogar so wichtig, dass ich ihn als Standardeinstellung ohne Verstärkung für jeden neuen Track eingefügt habe, mit einem Brickwall Ceiling auf minus 1. Das hat einfach die Funktion, dass ich beim Abhören nicht will, dass ich taub werde, wenn ich mal irgendein Audio in meine Projekte reinbaue, das ich vorher noch nie gehört habe und nicht weiß, wie laut das Ding ist. Deswegen ist es eigentlich für den Schutz meiner Ohren zuständig. Genau. Wie gesagt, diese Limite verstärkt nicht, deswegen können wir uns das jetzt eigentlich auch anhören. Ich setze den Test nochmal auf LUFS. Und zwar LUFS M. Und wir hören jetzt ohne Verstärkung das Originalsignal aus diesem File, das wir gerade gerendert haben. Gründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Wir kommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crimes und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen in jeder Facette deiner Existenz spüren lässt. Und du hörst wahrscheinlich auch wie ich, dass dieses Signal sehr, sehr durchsetzungsfähig ist. Es ist sehr stark und leider sehen wir natürlich dann auch deswegen hier oben in diesem Audio die Bereiche, in denen der Limiter aktiv geworden ist. Wenn ich ein bisschen rauszoome, sieht man es hier oben zum Beispiel, hat der Limiter ein bisschen begrenzt. Also man sieht immer mal wieder solche Sachen, wo der Limiter einfach sagt, nö, du bist zu laut, du kommst hier nicht drüber. Und deswegen sieht manche Waveform ebenso aus. Genau, fassen wir zusammen. Wofür ist der Limiter gut? Er ist erstens gut zum Begrenzen von Audio, um zu verhindern, dass es peakt, also über 0 dB geht oder über einen Schwellwert, den du einstellst. Auf der zweiten Seite ist es gut für ein Signal, um das zu verstärken, ohne dabei ins Clipping zu gehen, also um die Dynamik weiter einzuschränken, damit das Signal eben durchsetzungsfähiger wird. Und auf der anderen Seite, also der dritte und letzte und fast sogar wichtigste Punkt ist eben hier im Mastering. Natürlich habe ich hier kein komplettes Mastering gemacht, denn hier oben ist noch ein Kompressor drin.
Ich würde noch ein paar andere Frequenzanpassungen machen, aber im Grunde ist der Limiter das, was dein Audio laut macht für YouTube, ohne dabei zu pieken, und dein Audio eben wirklich so anpasst, dass es tatsächlich für YouTube perfekt ist, um es eben durchsetzungsfähig zu machen, vor allem wenn deine Zuschauer im Zug oder in der U-Bahn oder im Bus sitzen und vielleicht jetzt keine Kopfhörer haben, um das Video trotzdem so zu hören, dass sie es auch verstehen und dass sie natürlich auch mitbekommen, was du ihnen sagen willst. Genau, das wäre es in der Postproduktion. Zurück zum Video. Mit den richtigen Einstellungen kannst du den Limiter benutzen, um deine Stimme und deine Videos auf ein neues Level zu heben, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können aus diesem Video und wünsche dir alles Gute und alles Gute gelingen. Und vergiss nicht mein Buch, Der Soundcode, was die Videoprofis über perfekten Sound verschweigen. Der Link zu diesem Buch ist in der Videobeschreibung. Schau vorbei und hol dir dein Exemplar noch heute. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlass doch gerne ein Like, einen Kommentar und teile das Video mit anderen Leuten, die davon profitieren können. Wenn dir das Video nicht gefallen hat, dann klicke bitte zweimal auf den Daumen nach unten und lass mich so wissen, dass dir dieses Video eben nicht gefallen hat. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, und abonniere doch den Kanal, um kein wertvolles Video in der Zukunft zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns bald und wünsche dir alles Gute und gutes Gelingen. Bis dann. Ciao.